So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Noch mal schneller oben als gedacht. Oh, wir sind jetzt auf der... Da ist er. Ach ja, komm, er rennt einfach durch das Tor. Warum auch nicht? Jetzt müssen wir wahrscheinlich verfolgen. Mussten in der letzten Folge ein bisschen da quatschen. Mit dem Polizeiinspektor oder Chef oder was auch immer. Haben dann schon den grünen Clown eingefangen, jetzt noch den roten. Zack, da haben wir ihn. Oh, einfach mal getackelt. Oh, und Handschellen. Okay, wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Gut, wir müssen jetzt zu einer, zu einem Frachter. Was mich aber wundert, dass sie noch ihren Sträfling-Ding anhaben. Oh, hier ist eine Schikane. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Wenigstens ganz schnell. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Wir sind nur übrigens auf der falschen Seite. Da müssen wir lang. So, nehmen wir mal ein bisschen Gas. Das läuft doch. Voll den grünen Stein. Stadt, um dein Ziel zu erreichen. Okay, da vorne ist aber schon der Hafen. Und hier ist so eine Bahn. Gucken, was die später kann. Jetzt noch ein bisschen Geld eingesammelt. Oh. Ach. Ups. Sag mal, ein Cabriolet ist auch ganz cool. So. Hier ist der Hafen. Oh, hier ist auch noch ganz viel zu entdecken. Hier alles ganz lila, ne? Oh, Alter, das wird heftig. Okay, mal gucken. Müssen wir jetzt hier machen? Oder hoch nehme ich an. Ja, zufällig die ganzen Kisten, die da. Ach, jetzt müssen wir wieder hier mit dem Gamepad. Boah, das wird ja wieder hier eine Herausforderung. Locker ist der das hier unten. Ne, das ist ein anderer. Der muss ja hier irgendwie auf dem Schiff sein, dann ist er das hier oben. Na, klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Der hat auf dem Gamepad gerade übrigens getanzt. Weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwie mal ein Bild einblenden hier. Oh, das hier. Hey, Officer! Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Dass ihr irgendwie mal wisst, wie das aussieht, aber... aussieht. Mal gucken. Weil das New Gamepad abzufilmen wäre, glaube ich, viel zu viel Arbeit. Die ganze Zeit. Oder immer erst die Kamera anzuschmeißen. Was ist jetzt los? Immer erst die Kamera anzuschmeißen, wenn das Gamepad da ist und das hier abzufilmen, das bringt auch nichts. So, und zufällig habe ich jetzt hier diese Tür. Und jetzt können wir die Tor, die Tür, das Tor aufmachen, was auch immer. Oder erst den Stromfluss. Und jetzt geht das Tor auf. Super. Oh, jetzt können wir hier auch wieder raus. Einfach weg. Direkt aus meiner Hand. Super, jetzt haben wir eben das Tor vor. Was ist das denn da? Oh, ich glaube Chase kann schwimmen. Kann der schwimmen? Ja, ja, gut, der kann schwimmen. Was ist das denn für ein Stein? Okay, der ist ziemlich rutschig. Und wahrscheinlich können wir da nicht drauf. Wie komme ich jetzt wieder raus? Okay, da ist ein Haus. Wie wir da später mal raufkommen. Ich weiß nicht, was das für Steine sind, aber bestimmt was Wichtiges auf sich. Vielleicht zu Sammelobjekte. Was ist das hier? Was kaputt hauen, okay. Ja, wir haben schon 570 von den Geräten. Bin gespannt, wofür die am Ende gut sind. Das war nochmal. Ist keine Zeit verlieren. Wir müssen jetzt einen Räuber schnappen. Im einen Moment habe ich ein Sandwich. Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Oh nö. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben.
Ja, aber ist doch ganz entspannt, das Spiel mal auch ein bisschen. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Okay, also eins ohne Gurke. Da liegt doch eins. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Sieht ein wenig eklig aus. Ja, bitteschön. Mein Sandwich. Guten Hunger. Ah gut, das ist direkt aufgegessen. Alles klar, warum auch nicht. Larry, der Typ hier will aufs Schiff. Hilf ihm mal. Klar doch, Boss. Einfach mit dem Fuß, ganz chillig. Ja, ist klar, super. Ah, nice, jetzt sind wir hier in so einer Plattform. Und da sind wir auch schon oben drauf. Boah, am besten noch höher. Ja Mensch, super. Was ist hier? Das ist wahrscheinlich der Räuber drin. Ein Polizist? Ach, das ist offen. Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Oh, ein Polizist. Oh, wo muss ich jetzt hin? Ins Wasser. Ich weiß leider nicht, wie ich kraulen kann. Also kraulen kann ich auf jeden Fall so, aber ich weiß nicht, wie ich schon mal schwimmen kann. Du kriegst mich nicht. Oh, der rennt erstmal weg. Halt, Fahrgäste oder rennt ich? Hin. Laufe dir weiter hinterher. Ich glaube, mit Hüpfen sind wir schneller. Also zumindest das Gefühl. Aber das sollte eigentlich klar gehen. Na komm. Achso, Handschellen anlegen. Ganz vergessen. Super. Naja, ich würde sagen, erste Verbrecherbande geschnappt, ne? Kapitel 2. Eingeholt von der Vergangenheit. Okay, sie ruft wieder an. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Ich glaube, ich nehme Medienzirkus als Name für die Folge. Finde ich gerade nämlich ziemlich lustig. Ist das Ding an? Ist das Ding an? Hallo? Wir brauchen jetzt mal eine Karre. Und dann müssen wir zu dieser Brücke fahren. Da habe ich sogar hier schon unten auf dem Gamepad markiert bekommen. Polizeiangelegenheit. Raus aus der Karre. So, jetzt fahren wir in die falsche Richtung. Und scheiß mal aufs Dach, ganz ehrlich. Gib mir ein schickes Kabel, ich muss gut drücken, wie ich fahren muss. Okay, jetzt rechts. Ach, jetzt sind doch die Dinger hier, okay, alles klar. Da hinten ist eine Octan-Tankstelle. Boah, so ein Lego Open World Spiel ist schon ziemlich nice. Momentan ist es ja eher nicht so Open World, weil wir gerade hier viele Missionen machen, aber egal. Keine Sorge, du links und nach vorn, du rückwärts und rechts, du links, dann rechts und nochmal leicht links, du weiter wie gehabt, ich liebe es. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du,
Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Na, da haben wir ganz schön Scheiße gebaut. Also nicht wir, sondern der Vergangenheits-Chase und deswegen weiß ich nicht, was er gemacht hat, aber egal. So, mal gucken, was jetzt wieder abgeht. Wahrscheinlich werden wir wieder angerufen. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind's im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Ich nehme stark an, dass die das hier ist. Und... ja. Natalia, oder wie sie heißt, ist ein bisschen sauer auf uns, aber kann uns, glaube ich, nicht böse sein, wie das eben gerade aussah. Ja. Mal gucken. So, erstmal hier ein bisschen gucken, was es zu holen gibt. Was ist hier oben da? Ach, hier kann man noch Dynamit kaufen. Was gibt's hier oben noch? Ah, eine kleine Brücke. Gut, ich denke, das wird aber jetzt erstmal zu weit, oder? Können wir mal gucken, was hier oben. Da oben sind so kleine Hütten. Bestimmt später noch ganz viel zu holen. Ah, da ist ein. Nee. Hier kommen wir gar nicht rein. Da ist aber was drin. Und zwar... irgendein... Okay, wir müssen also jetzt den Story-Modus fortsetzen. Und dann gibt es bestimmt hier hinten ganz viele Sachen zu holen. Na, ich bin mal gespannt, was das für eine... was das für ein Charakter ist. Oh, da oben ist auch noch was. Aber hier kommen wir auch nicht rein, ne? Nee. Okay, wir müssen also irgendwie Türen knacken. Um dann da an diesen Baum zu kommen, weil wir bestimmt keine Bäume hochgehen können. Das ist hier eine Rampe oder was? Ah, ich bin gespannt, was das alles noch geht. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir da noch was holen können. Ich glaube, 100% wäre schon ziemlich geil. Aber mal erstmal gucken, was hier abgeht. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an! Alle zerstört! Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Gut. Lass mal die Zapfsäulen reparieren. Können wir wohl hin. So. Ach, 4. Okay. Ich dachte nur 2. Das ist auf beiden Seiten jeweils eine. Okay, das kriegen wir hin. Und hier kriegen wir wieder richtig Geld zugeworfen. Hätte ich gerade schon angesprochen, so 100%. Ah, können wir machen, oder? Mal gucken. Also, entscheide ich ja meistens erst später, aber... ja, wohl. Großartig! Der Imbiss ist gerettet! Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Okay, mal gucken, was das jetzt funktioniert. Wir finden ja jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten und dann denke ich mal, dass dieser Stein da vorne, ich glaube, das war dieser Part, oder letzter Part, weiß ich gar nicht mehr, der Stein, der auf den Stein lag, ne, der Legostein, der auf diesen Felsen lag, dass das irgendwie auch noch so ein Superstein ist. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Hä? Ach, wahrscheinlich ist er, na wohl. Ach, der bringt einfach nur ganz viele von diesen kleinen Teilen. Gucken, was das jetzt... ach so, das ist was zum Bauen. Boah, das ist echt cool. Ich weiß nicht, ob das nur für... mal gucken, was wir alles noch so im Laufe des Spiels bauen können. Und die Frage ist noch, was von diesen Dingern hier... okay, wir haben Superbauen freigespielt. Und wir haben einen Superbau errichtet, das heißt, wir müssen wahrscheinlich diese Steine sammeln. Und wir haben das Polizeiauto freigeschaltet und ein goldenes Stein, Mensch, wir kriegen ja hier alles. 450 goldene Steine ist viel. Auf jeden Fall denke ich, dass wir diese Steine sammeln müssen, um diese
Gebauten hier zu machen. So, jetzt können wir... Kostet das Geld? Hier sind nämlich mehrere Autos drauf. Wir nehmen erstmal das Polizeiauto. Ach, wie ist das denn hier? Auch die Farbe noch auswählen, das seht ihr gerade nicht, aber ich nehme erstmal hier dunkelblau. Sieht nämlich ziemlich nice aus. Ja, das bleibt das Spiel ist ziemlich umfangreich. Da ich auf jeden Fall Bock drauf. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Wir fahren natürlich wieder in die falsche Richtung. Aber machen uns auch erst wieder im nächsten Part weiter von dessen, würde ich sagen. Hier ein Cut und bis morgen. Tschüss.